Ja, mein Gott, wie oft denn noch? Kleiner Frosch, du hast mir gar nichts entgegenzusetzen eigentlich. Wenn ich ernst mache, Leute, wenn ich ernst mache, ja, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Aber für Let's Play ist meine Geduld, mein Geduldsfaden so kurz, das glaubt ihr gar nicht. So, haben wir es endlich geschafft, mein Gott. Das ist also der Iris Supercomputer. Wie schaltet man das Ding ein? Anscheinend haben die Raumpiraten ihn beschädigt. Vielleicht kann ich den Prozessor reparieren. Das sind meine kleinen Freunde hier. Denk an die Lektionen, Herr. Okay, ja, ich weiß es doch. Durch, durch, durch. Ja, was ist das jetzt hier? Billig. Setze deine Energie ein, um die Tür zu öffnen. Wir brauchen mehr Zoni! Was ist denn R8 da hinten? Nee. Ach so. Ja, spring doch! Mann. So, folgen bitte. Zoni! Lass mich bitte schweben. Rüber hier. Setze deine Energie an. Energie. Energie. Yippie. Angriff. So. Wo müssen wir denn lang jetzt hier? Mann, ey. Wir brauchen mehr Zoni. Ja, wer hätte das gedacht? Und schweben. Folgt mir. Zoni. Schweben. Energie aufladen. Yippie! Ja, win! Was? Scheiße. Leute, bitte, mein Gott! Wer überlegt sich so eine Scheiße, Alter? Fick dich doch, fick dich, Spiel, fick dich! Zoni! La 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 Yippie! Ja, Yippie. Am Arsch. Am Arsch heißt Yippie, ey. Folgt mir alle, ihr kleinen Lemminge. Zoni! Schweben! Entladen! Yippee!
Schweben. Nein! Boah! Rüber und schlagen, draufschlagen, draufschlagen, draufschlagen. So, links, rechts, da hinten sind noch mehr Sonys. So, folgen bitte. Sony! Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Gehen wir den Weg eben. Alter, ich hab schon gedacht, ich fall runter. La la la. Wir können mir gar nichts. Ich und meine Gang. Oh Scheiße. Angriff. Energie. So, ihr entladet es, ich warte hier schon mal am Tor. Yippie! Und durch jetzt. Ich hoffe, wir sind gleich am Ende langsam. Oh Gott. Oh Gott. Hm, eine kaputte Vektorhülle. Vielleicht kann man sie reparieren. Vielleicht. Sie wird auf Sordo umkommen. Weißt du über den Dimensionator? Der Dimensionator, ein Werk der Lombax-Architekten von Briggs Minor. Seine Entwicklung brachte den Wendepunkt im Großen Krieg. Und wie funktioniert der? Existenz ist unterteilt in unendliche Dimensionen. Der Dimensionator öffnet ein Portal zu diesen Welten. Die Lombaxer haben das Gerät konstruiert, um die Kragmiten zu verbannen. Wie konnte Tachyon überleben? Percival Tachyon. Entdeckt von Lombax-Trillium-Gräbern, Äonen nach dem Krieg. Eingefroren in einem Ei auf diesem Planeten und aufgewachsen auf Fastun. Warte, Tachyon wurde von Lombaxen aufgezogen? Positiv. Aber als er von seinen wahren Wurzeln erfuhr, wollte er die Kragmiten zurückbringen. Und wo ist der Dimensionator jetzt? Ein Forscher namens Max Applegee brachte ihn nach Kershaw City. Stromzellen bei 8% Kapazität. 8% Kapazität. Nein, warte! Wo sind die Lombaxe hin? Warum haben sie mich zurückgelassen? Danke für Ihren Besuch bei Iris. Bitte vergessen Sie nicht zu quittieren. Wir müssen nach Kershaw City. Wenn wir den Dimensionator hätten... Ein so gefährliches Wurmlochgerät sollte niemand besitzen. Ratchet, bitte. Die Zoni sagen, Talvin hat Ärger. Wir müssen sofort nach Xardu. Weißt du, Clank, ich wünschte, du würdest auf deine wirklichen Freunde hören, statt auf deine Fantasiewesen. Koordinaten vom Xardu-Gefängnis erhalten. Okay, so, dann machen wir uns auf den Weg zu ihr. Die kann ja nichts, kann die eigentlich. Kann die irgendwas alleine? Ständig müssen wir sie retten. Jo, den machen wir das.
Ratchet, bitte versteh doch. Der Dimensionator muss zerstört werden. Wieso? Weil deine Fantasiefreunde das sagen? Ratchet, Clank, ich komm doch nicht ungelegen. Nein, wie kommst du darauf, Quark? Hast du die holographischen Pläne von Sordum für uns? Nein, keine Holographien, Ratchet. Ich bin zufällig ein begabter Plänezeichner. Ausgebildet an der berühmten Kerber-Zeichenschule. Seht her! Das Zordom-Gefängnis. Eine Höhle voller heuchlerischer Halunken, Hass und Horror. Das Domizil düsterer Desperados, demoralisiert durch Dekaden des... also Kriminelle eben. Um in den Bau des Bösen einzudringen, wird unser Agent, Codename Hackfleisch, den Grindschienen des sicheren Todes folgen, durch den Gang der gequälten Seelen gehen und die Gravirampe zum Schlund des spaßigen Schakals besteigen. Während ich die Operation aus meinem Refugium der Ruhe leite, springt unser Agent durch den Schacht in die Höhle des ewigen Leids. Dort trifft er auf eine Armee von Tachyon-Soldaten, ein Bataillon bewaffneter Banditen und einen ganzen Schwarm von Zombie-Ninja-Panda-Bären. Viel Glück, Hackfleisch! Dein Tod wird ein ruhmreicher Heldentod sein! Es ist eine Scheiße, Alter. Gibt's doch nicht. Wie dumm. Ist das die letzte Welt? Das wär's. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Schnüffel herum, Partner. Du hast das Recht, dich zu schützen. Nee. Brauchen wir alles nicht. Das ist alles viel zu... Brauchen wir das? Trotz an Hackfleisch! Bitte kommen! Operation Todessehnsucht beginnt! So, ja. Wenn das die letzte ist, dann sind wir durch. Ja, logisch, oder? Ist das auch für euch logisch? Ja. Gehen wir einfach dem offensichtlichen. Die Maschinen des sicheren Todes. Nutze sie, um das Himmelsdock zu erreichen. So. Die Schienen, ja, kann. Ja, ach so. Komm schon, komm schon. Nein! So. Halten, halten, halten. So. Ruhig, 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 ruhig. Geht doch. So, und jetzt grinden wir. Yeah! Achtung, Häftlinge, zur Erinnerung. Jeder, der sich über den Namen oder die Größe des Imperators lustig macht, bezahlt unverzüglich mit seinem Leben dafür. Okay, dann werde ich nichts sagen. Außerdem ist Ratchet. Unter meiner Führung und mit deinem Mut schaffst du es vielleicht lebend hier heraus. Außerdem ist Ratchet ja auch nicht gerade groß. Soeben haben wir erfahren, dass euer Planet von der Verileum-Supernova verschlungen wurde. Euer Urteil wurde aufgehoben. Ihr dürft euch in der Galaxie eine neue Heimat suchen. Hä? Was war das? Ah. Häftling Nummer 829C. Uff. Cognito, Slim. Bitte zum Transport in die Kälteschlafkammer in Sektor 12 melden. Ja. Im Grind bin ich einfach ein super krasser Pro. 510D, Hardlight, Ace, bitte zum Küchendienst in der Kantine melden. Achtung, Häftlinge! Wer beim Schmuggeln von Grummelnet-Artikeln erwischt wird, muss die nächsten 10 Zyklen lang graptorische Volksmusik hören. Ich
Ich bin einfach ein... Ah, scheiße, ich bin einfach ein Scheißloser. Ah, la, 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 wir haben was? Hey, geile neue Welt, Alter, was ist denn das? Ist das die letzte Welt? Ey, wenn das die letzte Welt ist, dann, ist das Spiel vorbei, wa? Wisst ihr? Ist es los, wa? Achtung, Häftlinge, zur Erinnerung. Jeder, der sich über den Namen oder die Größe des Imperators lustig macht, bezahlt unverzüglich mit seinem Leben dafür. Schon heftig, ein Fehler und alles von vorne. Unter meiner Führung und mit deinem Mut schaffst du es vielleicht lebend hier heraus. Achtung, Terraklone. Soeben haben wir erfahren. Ach so, ja, übrigens. Ab jetzt im Let's Play sterbe ich nicht einmal mehr. Euer Urteil wurde aufgehoben. Ihr dürft euch in der Galaxie eine neue Heimat suchen. Nicht einmal. Häftling Nummer 829C. Cognito, Smith, bitte zum Transport in die Kälteschlafkammer in Sektor 12 melden. Häftling Nummer 510D. Hotlight, Ace, bitte zum Küchendienst in der Kantine melden. Achtung, oh, Häftling, Scheiße. Wer beim Schmuggeln von Grummelnet-Artikeln erwischt wird, muss die nächsten 10 Zyklen lang graptorische Volksmusik hören. Bitte sofort ein Ordnungsdroid zu Sektor 8. Scheiße! Nein! Ordnungsdroid zu Sektor 8. Oh, fuck! Hier eine Erinnerung, dass die Zellenblocks Alpha, Beta, Delta und Zulu abgeriegelt sind. Bitte sucht auf der Zeitvertreib. Okay, es sind keine gequälten Seelen da. Aber achte auf die Scheinwerfer. Sie aktivieren Sordums Sicherheitssystem. Glückwunsch. Du hast auf die Schicksalsklingen aufgerüstet. Die Klingen enthalten jetzt eine Säure, die deinen Feinden mit der Zeit stärkeren Schaden zufügt. Oh, schönes Ding. Und so. Die beiden Waffen hätte ich dann doch gerne. Warte mal, warte mal. Ach so, ich muss es aktivieren in der Mitte. Achtung, ja, ist logisch! Plötzlich, Alter, du Wichsfickfehler, du ekelhaftes Arschloch! Das war's. Alles bitte von vorne, bitte von vorne. Okay, schade, ey. Es sind keine gequälten Seelen da. Das wäre so spaßig gewesen. Aber acht auf die Scheinwerfer! Sie aktivieren Sordums Sicherheitssystem! Das wäre doch so spaßig gewesen, oder nicht? Schneller! Und tschüss. Boah, das war knapp. So. Zah. Okay, du müsstest jetzt an der Gravirampe sein. Was sollen diese Dinger überhaupt? Kennt man hier keine Treppen? Ich hab keine. Mehrere Feinde in deinem Sektor angezeigt, Hackfleisch. Du darfst jetzt auf keinen Fall. Warte kurz. Nenn mich nicht Hackfleisch. Das macht mich völlig kirre im Kopf. Hackfleisch. Du hast doch eine Meise, hast du doch. Du hast es geschafft? Ah, du hast es geschafft. Dann geh rein und hacke die Brücke mit deinem Dekodierer-Dingsbums. Natürlich. Oh ja, Hackfleisch hat es geschafft. Oh, ihr lebt ja noch. Der Lombax ist ins Gefängnis eingedrungen.
Okay, von hier hin kann ich den nicht anvisieren. Danke, so aktivieren wir das. Oh Scheiße. Okay. So schwer ist das nicht. So schwer! Was mache ich denn? Ah, nee. Mann. Fuck, Alter. Ja. Konzentration jetzt bitte. Der größte Scheiß. Oh, hab ich nochmal Glück gehabt. Nein! Gibt's doch nicht. Ey, ich muss ja da tausende von Dinger machen, sehe ich gerade. Scheiße. Scheiß Drecksteuerung. Nein, runter. Boah. Profi. Oh Gott, habt ihr das gesehen, wie ich mich nochmal gerettet habe? Einfach nur, wow. Amazing, ey. Awesome.